Moin von der Elbe und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Bonnies Abenteuer. Heute könnt ihr miterleben, wie Bonnie in unserem Garten sich mal richtig austobt und alles Neue kennenlernt. Und natürlich auch ihr Lieblingsspielzeug, die Schaukel auf unserer Terrasse. Nee, es wird nur getrunken. Es wird nur getrunken. Ups. Ja, da ist der Ball. Das sind die ersten Versuche, Bonnie an das Wasser zu gewöhnen. Leider hat das nicht so wirklich gut geklappt. Aber ihr werdet sehen, es kommt noch Wasser. Ja, fein, machst du das? Ja, fein, machst du das? Ja, fein. Wie holt man jetzt die Ente? Ach, ja, fein. Fein, machst du das? Guck mal hier und hier. Das ist so ihre Schattenecke, wo sie dann auch viel liegt und wo sie sich auch schämt, wenn ich mit ihr ganz doll geschimpft habe. Also schimpfen ist eigentlich auch viel an der Tagesordnung. Aber das ist eben halt so beim Welpen. Die testen jetzt aus, genauso wie Kleinkinder. Und dann muss man einfach nur gucken, wer hat den längeren Arm. Wie kriege ich die jetzt hier hoch? Ja, reinbeißen geht nicht. Schwierig. Für diesen tollen Tipp mit der Flasche bedanken wir uns bei Bernd und seiner Buffy. Dieser Hund ist so geil. Anderen würde schlecht werden. Auch diese schöne Schaukel durften die Welpen schon bei unserer Jule kennenlernen. So schnell war ich jetzt. Bonnie hat gerade fast ganz alleine die Rampe bezwungen. Überall, wo die Rampe anliegt, darf sie natürlich oben rauf. Ja, das ist der Rasensprenger. Das ist aber was Feines, was? Und hier klappt es mit dem Wasser nun doch. Und zwar von ganz alleine. So, der Rasensprenger läuft. Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt ist sie bei ihrem kleinen Speck. Jetzt tobt sie erstmal rum und zack. Ja, und jetzt? Jetzt tobt sie wieder rum. Obwohl der Rasensprenger läuft, also sie hat da echt nicht das Problem mit. Ich habe dann heute mal den Tunnel rausgeholt, das Planschbecken weg. Und Bonnie hat das Ding gleich sofort wieder angenommen und tobt da jetzt voll drin herum. Das klingt wieder zu klasse. Das ist so geil. Das ist so geil. Ein tolles, feines Spielzeug wieder. Da kann sie sich wieder austoben. Die dreht voll am Rad. Die dreht voll am Rad. Sehr geil. Und wieder keine Angst. Mit diesem Tunnel haben alle Welpen bei unserer Jule, der Züchterin, schon reichlich Erfahrungen gesammelt. Und es knistert so schön.
Leider haben wir bei diesen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen keine Möglichkeit, einen Ton mit aufzunehmen. Wollen wir jetzt mal baden? Oh, ist das so schön, machst du das? Ja, fein. Fein, Mama. Kommt das schon hier? Einmal nass machen. Halt. Fein. Guck hier. Na. Ich hab's geahnt. So, einmal so ein bisschen. Oh. Riechst du nachher nach Baby? Oh, das gefällt dir gar nicht. Oh, ist sie eine Hübsche. So hübsch bist du jetzt gar nicht, ne? Du siehst aus wie ein begossener Pudel. Oh. Ja, fein. Das machst du fein, ja. Ja, oh, ja. So, wollen wir dich mal abwaschen? Baby, komm her. Oh, guck mal. Abruppeln, abruppeln, Ohren auch und den Bauch abruppeln, ja fein, fein, na, ja, ganz trocken machen und dann kommt gleich der Föni und dann kommt gleich der Föni, so, fein. Wenn ich hier zum Kettenraucher bin, mit dem Weg dann lang gehen, also nur kippen. So, ja, warte. Schwänzchen noch einmal, das Schwänzchen noch einmal. Ja, sie hat eine weiße Schwanzspitze, hast du das mal gesehen? So eine Strähne. So hübsch. Na, bist du hübsch? Kau du auf der Bürste rum, dann kann ich dich kämmen. Siehst du wohl. Wir bedanken uns für euer Interesse und im nächsten Teil seht ihr Bonnies Erlebnisse beim Gassigehen. No, 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 no.